Herr Stadtrat, wir haben uns heute die neue Planung für die Covid-19-Impfungen in Wien angeschaut. Können Sie kurz vorstellen, was sich da jetzt geändert hat oder was es Neues gibt? Ja, die gute Nachricht, es sind mehrere gute Nachrichten und dann die Perspektive für die nächsten Wochen. Wir machen ja die Detailplanung und wollen, dass alle, die jetzt in den nächsten Wochen drankommen und sich sozusagen darauf auch schon freuen können und auch vorbereiten können, sie werden auch alle kontaktiert werden. Wir haben jetzt 550.000 Menschen in der Vormerkplattform und arbeiten jetzt nach mehreren Spielregeln diese vorgemerkten Menschen ab. Das eine ist, dass wir die Alterspyramide von oben nach unten durcharbeiten, damit wir sozusagen immer zu den jüngeren Generationen kommen. Und wir werden Ende März alle über 80-Jährigen in Wien geimpft haben, soweit die halt sich impfen lassen wollten, muss man immer mit dieser Einschränkung sagen. Und beginnen dann im März mit den 75- bis 80-Jährigen und dann wahrscheinlich, aber im April, werden wir wahrscheinlich mit dieser Gruppe fertig sein und vielleicht schon mit den 70- bis 75-Jährigen beginnen können. Zusätzlich gibt es natürlich immer spezielle Zielgruppen, wo wir dann auch Institutionen ansprechen etc., so wie wir eben jetzt die Kindergartenpädagogen und die Lehrerinnen und Lehrer in den nächsten 3 Wochen sehr intensiv durchimpfen werden. 35.000 Impfungen werden da stattfinden. Wir beginnen mit den Betrieben, mit den Hochrisikobereichen in den Betrieben. Also alle diese verschiedenen Bereiche finden statt, sodass wir Ende März über 200.000 Impfungen gemacht haben werden, Erstimpfungen, und weit über 100.000 Zweitimpfungen in Wien abgeschlossen werden. Wir sehen, dass wir etliche Bereiche schon abgeschlossen haben. Denken wir an die Alten- und Pflegeheime, da sind wir fertig. Und es ist schon schön, wenn ich zeigen kann, wie das heute eben möglich war, wie die Erstinfektionen in den Pflegeheimen dramatisch zurückgehen, als direkte Auswirkung von einer sehr großen Anzahl von geimpften Bewohnerinnen und Bewohnern. Also das ist, denke ich mir, schon sehr schön, nicht nur zu hoffen, dass die Impfung wirkt, sondern auch zu sehen, dass die Impfung wirkt. Jetzt gab es ja im Vorfeld ein bisschen Kritik an AstraZeneca. Einige Leute, Angestellte, die sich da nicht impfen lassen wollten. Was sagen Sie zu diesen Einstellungen? Ja, ich denke, das ist einfach bei einer derartigen Riesenaktion, während wir auf der ganzen Welt eigentlich schon in einem Sonderzustand sind im Zusammenhang mit dieser Covid-19-Pandemie, ist verständlich, dass viele Diskussionen besonders emotional dann geführt werden. Aber in der Realität sehen wir, dass es kaum Menschen gibt, die mit AstraZeneca nicht geimpft werden wollen. Und da muss man auch dazu sagen, wir haben jetzt weitere wissenschaftliche Ergebnisse aus anderen Studien gesehen, dass AstraZeneca vor allem bei den über 65-Jährigen ganz hervorragende Wirkung erzielt. Also ich glaube, dass diese Diskussion in kürzester Zeit auch vergessen sein wird. Wir haben natürlich jetzt, was auch verständlich ist, weil ja diese Pandemie uns alle schon sehr, sehr auf der Seele liegt und belastet, natürlich 8 Millionen Impfstoffspezialisten in der Zwischenzeit im Land. Und daher verstehe ich auch, dass da viele Diskussionen gibt. Aber wie gesagt, wir hatten im Dezember die Diskussion, dass viele Menschen gesagt haben, wir lassen mich gar nicht impfen, schauen wir uns das einmal an. Wir hatten im Oktober, November die Situation, dass alle gesagt haben, BioNTech, Pfizer sicher niemals. Also da ändert sich ja auch das Stimmungsbild. Und die Erfahrung zeigt uns, je näher dann ein Impftermin rückt, desto gleichgültiger wird eigentlich diese emotionale Diskussion über die Wirkstoffe und alle sind froh, wenn sie dann geimpft sind. Und wie gesagt, wir sehen hervorragende Werte bei den Impfungen, wir sehen einen Rückgang in den Pflegeheimen, wir sehen, die Zahl der Krankenstände in unseren Spitälern geht dramatisch zurück. Also wir sehen wirklich, dass Impfen einfach wirkt. Das zentrale Problem ist, wir haben viel mehr Angemeldete als Impfstoff zur Verfügung. Und daher müssen wir jetzt einfach schauen, dass die Schlagzahl erhöht wird. Und ich hoffe, dass die Bundesregierung schafft, noch mehr Impfstoff zu besorgen. Stichwort Impfstoff, Sie haben es ja gerade angesprochen. Der Bundeskanzler fliegt ja auch nach Jerusalem. Da ist die Impfstoffbeschaffung natürlich auch zentral. Auch mit Russland sind Verhandlungen geplant. Wie finden Sie diese Entwicklungen? Ja, die Ankündigungen beeindrucken mich ehrlich gesagt nicht. Also beeindrucken würde mich, wenn dann wirklich zusätzlicher Impfstoff im Lager einlangt. Das ist im Augenblick nicht der Fall. Von den Ankündigungen können wir leider keinen einzigen Impftermin befriedigend abwickeln. Ich finde im Augenblick wieder mal viel zu viel politische Pressekonferenzen mit Konjunktiv versehen. Ich stehe mehr drauf, wenn dann wirklich Impfstoff in mein Lager einlangt. Also würden Sie auch bestätigen, dass die Impfstoffbeschaffung, Produktion da zu lange dauert, dass man zu lange darauf warten muss, die Wiener und Wienerinnen da schon länger strapaziert werden? Ja, sicher, die ganze Bevölkerung. Ich meine,
Wir diskutieren jetzt doch schon ziemlich lange über das Impfen und wir schlagen uns herum mit 30.000 Impfdosen für die Woche. Wir werden jetzt zum ersten Mal pro Woche rund 50.000 Impfdosen bekommen. Erst im April 100.000 Impfdosen pro Woche. Das ist schon eine schöne Steigerung. Aber ehrlich gesagt, das ist dann schon April. Jetzt diskutieren wir schon seit 3 Monaten darüber und ich hätte gerne die ganze Zeit schon 100.000 Impfdosen pro Woche. Dann könnten wir eine viel höhere Schlagzahl fahren. Das können wir aber leider nicht. Die großen Impfdosenmengen werden ja wahrscheinlich erst im Mai und Juni kommen. Dann wird es wirklich die Situation anders sein, aber es ist ein bisschen spät. Also daher finde ich jetzt im Augenblick die Diskussion über die Frage, haben wir 5 Dosen mehr oder weniger, ziemlich belanglos. Beeindrucken würde mich nur, wenn noch zusätzlicher Impfstoff besorgt würde durch die Bundesregierung.